passiert? Hast du dir wehgetan? Ja. Alles okay. Ui, ja. Guck mal hier. Bist du da über die Kante geflogen hier, ne? Naja, nicht schlimm, oder? Kann mal passieren. Nicht schlimm, oder? Nee. Nee, hast du dir nicht wehgetan. So, wo kommst du her? Aus Münster. Aus Münster? Du heißt aber auch Münster. Ja. Du heißt Münster und kommst aus Münster? Das ist ja ein Zufall. Oder? Ja. Ja, das ist echt ein Zufall. So, in welche Klasse gehst du? In der zweiten. Ich bin jetzt schon in der zweiten. Ja. Und... Und läuft's? Die ganzen Sponsoren, ne? Hier diese zum Beispiel. Ja, ja. Ne? Zum Beispiel Powerbox oder ja. Starworks, Gensels. Ja. Ne? Die. Ja. Das, die, genau. Die geben dir das Flugzeug oder was? Stellen ja, die zur Verfügung. Die machen die ganzen Sachen dafür, halt die Servos und so, ne? Ja, okay. Die das Ganze ansteuern. Okay, das ist ja sehr, sehr kompliziert. Ne? Das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich ist es noch schwieriger als richtig fliegen, oder? Ich fahre mal rüber. Hier rüberfahren kann jeder. Ne? Ist das ein Hobby, was du schon lange betreibst? Ja. Wie lange machst du das schon? Seit mindestens 2 Jahren. Ah, okay. Aber kann man in den 2 Jahren schon so gut werden, dass man mit den Großen mithalten kann? Ja. Echt? Das heißt, du machst richtig auch bei Meisterschaften und sowas mit? Ja. Ja, okay. Ich habe den 3. Platz schon gewonnen. Und die meisten, die fahren... Ja. Und die meisten waren 19. Die meisten waren 19 Jahre alt, okay. Die den 1. Platz gemacht haben. Ja, okay. Aber noch 2, 3 Jahre, dann schlägst du die auch, oder? Ja. Na klar. Ja, dann gucken wir uns doch mal die Flugzeuge an, oder? Ja. Bevor du uns gleich mit diesem was vorfliegst, schauen wir uns mal das Große an. Ist das auch deins? Ja. Nein. Hat das einen Elektromotor, oder? Nee, das hat einen richtigen, wo Kettensägen und so drin sind, ne? Ach, richtig... Kettensägenmotor? Ja. Da ist ein richtiger Kettensägen. Ach, guck mal, da ist ein Tank. Da ist Benzin drin. Richtig? Ja. Ein Gemisch, ne? Und da unten ist... Auspuff. Ja. Das ist ein echter Kettensäge. Das heißt, du musst erst eine Kettensäge kaufen, um so ein Flugzeug zu bauen. Nee, du kannst die halt kaufen. Die bauen die so, ne? Ja. Die stellen die auch her von Sponsoren hier, ne? Na ja, von den Sponsoren. Ja. Okay. Ja, ist ja klar. Und das... Das hat wie viel PS dann, das Flugzeug? Weiß ich leider so nicht. So ungefähr, ein paar PS, ne? Genau. Ja. So, kann man das, mal gucken, möchte mal gucken, wie schwer das ist. Oh, es geht, das ist so, keine Ahnung, wie schwer ist es ungefähr? 10 Kilo, ne? 10 Kilo, ja. So, aber wenn wir das anmachen, dann wird es gefährlich, ne? Ja. Weil hier vorne, der dreht sich weil, ja dann... Weil du musst... So schnell wie eine Kettensäge im Prinzip. Du musst mindestens so machen. Ja. Ne? So und dann den Arm wegnehmen dabei, damit die den nicht. Wegnimmst, dann ist er weg. Ja. Ja. Aber das machen wir besser nicht jetzt, oder? Nee, lieber nicht. Ja. So, darf man das denn schon in deinem Alter oder muss man da eine Prüfung machen? Na, eine Überprüfung zwar nicht. Aber sowas Ähnliches. Ja. Ja. So, jetzt zeig uns doch mal, wie du mit diesem Flugzeug fliegst hier. Das ist sozusagen, hat das einen Namen, das Flugzeug? Yak. Yak. Ah, okay. Das ist, Yak ist ein russisches Kampfflugzeug, oder? Ein altes russisches Kampfflugzeug, glaube ich. Ja. So sahen die früher aus, jedenfalls. Die, ja. Eine Yak, genau. Ah, okay, jetzt muss die Batterie eingestöpselt werden. Kann ich das halten? Ja, du kannst es werfen. Ach so. Aus der Hand. Ich werf das und dann... Vorsicht, Vorsicht hier! Nicht, dass du dir noch wehtust hier. Achtung, hier ist noch eine Stufe. So, Vorsicht. Sehr gut. Pass auf. Sehe ich das Flugzeug, müssen wir was zurückschieben. Nicht, dass dann nachher, dass du noch über dieses Flugzeug drüber fliegst. Alles klar. Sehr gut. Ja, so ist spitze. So ist spitze. So, und jetzt, ich werf das dann einfach und du fängst dann an, dass es auch dementsprechend fliegt, ja?
Oh, halt, halt! Moment! Halt! Na, wir wollen doch erstmal gucken, guck mal, bin ich das hier? Soll ich das hier sein, der hier? Ja, du sollst es sein. Soll ich das mal zeigen? Guck mal da. Ja. So, okay, Achtung. Pass auf. Also, du sagst mir, wann ich loslassen kann, ne? Los, lass es. Und, jawohl! Oh, wow! Ist das gefährlich? Nee. Nee. So, Wahnsinn. Aber du hast es schon unter Kontrolle. Boah, pass auf, da sind überall so Mikrofone hängen da runter oben, ne? Siehst du, ne? Ja, Wahnsinn. Du hast das ja komplett unter Kontrolle, ich. Musst du dich konzentrieren dabei? Oder geht's ja. So? Ja. Ja, okay. Boah, wenn einem so ein Flugzeug gegen den Kopf fliegt, dann, also sagen wir zumindest mal, die Haare sind ab, ne? Mit durch den Propeller. Ja. Ja? Boah! Das sieht ja aber sehr kontrolliert aus, oder war es gerade nur Glück, dass du davon nicht gegengeflogen bist? Boah, das ist aber echt cool. Das ist aber cool hier. Wahnsinn. Guck dir das mal an. Oh. Boah, spitze. Ist dir schon mal ein Unfall passiert, dass du mal irgendwie gegen eingeflogen bist und dann ist ja. Das Blut gespritzt? Nee, so schlimm nicht. Ja, Wahnsinn, echt? Ich sehe das gar nicht, ich wäre schon längst wogegen geflogen. Du fliegst da so knapp dran. Vor allem, man muss ja auch, wenn man zurückfliegt, dann fliegt man ja auf sich zu. Ne? Und das muss man ja auch denken, ne, in dem Moment. Oh! Oh, noch mal den Absturz vermieden. Direkt wieder abgefangen. Sensationell. Da, guck dir das mal an. So. Boah, das ist super. Das ist ja echt super. So. Das ist ja sensationell. Wie lang? Das ist tatsächlich, ne? Das Schwierige ist ja, wenn man in die Richtung fliegt, dann steht man hinter dem Flugzeug, dann lenkt man nach rechts, ne? Und das Flugzeug fliegt nach rechts. Aber wenn man dann auf sich selber zurückfliegt, dann muss man ja, damit das Flugzeug nach rechts fliegt, nach links lenken. Dann muss man ja umdenken, ne? Ja. Das ist natürlich. Das würde ich nicht. Schwierig. Ist ein bisschen schwierig, ja. Wie lange braucht man, um das so gut zu machen? Wenn ich jetzt anfangen würde zu üben, wie lange brauche ich, bis ich das so gut kann wie du? Ja. Oder kann ich es direkt vergessen? Du kannst es ausprobieren. Ja. Darf ich mal mit dem Flugzeug ausprobieren? Ja. Meinst du, ich schaffe das, ohne was kaputt zu machen? Ist egal, wenn, dann kaufen wir einen neuen oder kleben es wieder zusammen. Okay. Also. Ja. So, wenn du. Ja, aber. Wenn du die Kurven einziehst. Gilt das auch für die Zuschauer? Wenn er kaputt ist, kaufen wir einen neuen. Das kann ja sein, dass ich da vorne lang komme. Also, sag mir jetzt, was ich machen muss, okay? Du musst hier Querruder geben, ne? Ja. Hier drauf geht Querruder und wenn du ja, die steht ja dann so, ja, ne? Ist klar. Da musst du ein bisschen Höhenruder hier geben, so, ja. Ne? Und vielleicht auch noch ein bisschen Seite, ne? So. Ah, also das ist alles gleichzeitig, oder was? Und ja. Hier ist Gas. Ah, vorne ist Gas. Moment, wie war das? So, lass mich mal gerade, ich nehme es mal gerade. So, also das ist schon mal so, was mache ich damit? Nach links, dann fliege ich nach links, ne? Ja. So, nach rechts, dann fliege ich nach rechts. Okay. Ja. Und das ist. Seite? Seitenruder. Und das ist Höhe da hinten. Das ist Höhenruder. Okay, ja. Also rauf und runter. Also wenn ich jetzt Gas gebe, ne? Dann musst du nach oben. Also, dann musst du nach oben, ne? Dann musst du so machen. So machen. Ach, so machen muss ich, alles klar. Und dann, wenn ich umdrehen will, dann muss ich so machen, ne? Ja, und so und ein bisschen hier höher. So? Ja. Okay. So, ich wünsche Ihnen viel Glück, meine Damen und Herren. Jetzt pass auf. Konzentrat. Also ich gebe Vollgas
Und dann, dann mache ich so. Dann wenn, wenn dann bis hier. Bis hier. Und dann aber und dann den nach unten ziehen oder nach oben drücken. Nach unten ziehen. Nach unten ziehen. Ja, und hier ist Querruder. Ja, ja, wenn du links. Ja. So, alles mal so. Das Querruder, Achtung, jetzt mache ich Tempo, Achtung, und den nach unten ziehen. Okay. Gas, okay. Oh, oh, Entschuldigung. Das war schon mal die falsche Richtung. Hat's wehgetan? Nein. So, Moment. Meinst du, der ist noch ganz? Ja. Ja. Okay, er geht noch. Warum ist er jetzt nicht geflogen? Weil du darfst nicht voll Höhe geben. Ach so. Das musst du mir natürlich auch sagen. So, also so. Ja, du gibst ein bisschen Höhe, nur so. So, viel. Ein bisschen Höhe, okay. Ja, alles so klar. Viel. Okay. Kann ich direkt schon machen, ne? Ja. Dann kann ich direkt einfach. Na, jetzt Gas vorwärts, okay. Warum fliegt er nicht nach oben? Ich hab doch gemacht, was du gesagt hast. Ich hab doch gemacht, was du gesagt hast. Er hat's versucht. Ich hab's ja gesagt. Ist kaputt, oder was? Nee, geht noch. So, 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 nach oben, ne? Ja. Ja. Nach oben. Aber nicht so viel. Ja, ungefähr so, 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 ja. Ach, nach unten? Ja, nach unten. Ich dachte nach oben, ich habe nach oben gedrückt. Natürlich geht der nicht, fliegt der nicht. So, jetzt, das ist was völlig anderes. Achtung. Oh. Stopp. Ja. Oder du erzählst mir einfach Quatsch, das kann natürlich sein, ne? Damit du besser aussiehst, ne? Der fliegt bei mir gar nicht, hat das was... Noch einmal, ich kann es dir ja noch mal zeigen. Ja, bitte. Wenn er jetzt bei dir fliegt, das guck ich mir jetzt noch mal genau an. Hä? So. Ja. Fantastisch. Einmal probier es noch. Ja. So. Achtung und. Ah, ah. So. Es ist irgendwie läuft's heute nicht, kann das sein? So, ja, also ich übe das jetzt noch ein bisschen und dann kommst du noch mal wieder, oder? Ja. Also es kann sein, vielleicht bin ich auch einfach zu doof, oder? Ne? Oh, ich hab's kaputt gemacht. Na ja, gut. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, ich wünsche. Ja, geht noch. Aber ja, nur noch. Das hier ist wichtig. Dann andersrum. So. So. Na also. Sag ich doch. Ja, dann vielen Dank, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Kannst du mit dem Flugzeug da oben rausfliegen, hinter dir her und so? Meinst du, kriegst das hin? Hallo? Wenn du jetzt die Treppe raufgehst, meinst du, das Flugzeug kannst du mit, dann mit dir da rausfliegen? Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Martin Münster, meine Damen und Herren. Kannst du da mit der Haus gehen? Unglaublich, was er da für Bewegungen mit den Fingern gemacht hat. Das muss ja irgendwie das Gehirn koordinieren. Das ist schon wirklich eine tolle Leistung. Vielen Dank. Ja, Freunde, herzlich willkommen. Natürlich ist Ihre Freude riesig, denn England bekommt einen neuen Thronfolger.